und herzlich willkommen im Wald und zum Adventskalender. Heute wieder nur in Anführungszeichen das Sparprogramm, nämlich Geschichtchen von der Bundeswehr. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben bei, ich hatte meine Ausrüstung bekommen und dann ging es jetzt langsam auf die Stube. Und zur Stube muss man jetzt noch erzählen, tatsächlich steht pro Soldat, zumindest in der Ausbildungseinheit, das wird dann später besser, ja, aber in der Ausbildungseinheit stehen pro Soldat gefühlte 2 Quadratmeter Bett zur Verfügung. Dann hat jeder noch einen Stuhl, 50 mal 30 cm Tisch ungefähr gefühlt und ein Spind, ja, das berühmte Spind. Zum Spind kann man gleich mal Diverses erzählen. Also zunächst mal der Spind, da gibt es eine genaue Vorgabe, wie der eingeräumt zu sein hat. Jeder Soldat hat also bis auf so ein kleines Schließfächchen, was in diesem Spind noch drin ist, wo man eine gewisse Individualität im Schließfach bewahren kann, hat der Spind gleich aufgebaut zu sein. Zumindest in der Grundausbildung darf man sich die Spindinnenseite auch nicht mit wenig bis gar nicht bekleideten Damen dekorieren, was viele Kameraden dann später in den Stammeinheiten so gemacht haben. Ich persönlich habe nie eine aufgehängt, aber ich wusste die meiner Vorgänger ehrlich gesagt auch zu würdigen. Eigentlich ist es Tradition, dass man die Dekoration der jeweiligen Stube um eine weitere leicht bis nicht bekleidete Dame ergänzt. Eigentlich, aber ja, bin ich nicht dran gekommen. Ne? Ist heutzutage recht einfach geworden, aber damals war das noch nicht so einfach. Egal, jedenfalls. Der Spind ist dahingehend wichtig, weil eben da muss auch deswegen so eine Ordnung drin herrschen, damit man jederzeit innerhalb von kürzester Zeit die geforderte Ausrüstung, mit der man jetzt antreten soll, dann auch eben griffbereit hat. Für Soldaten ist das ein Thema, weil da muss es halt hin und wieder mal schnell gehen, wenn dann gerade eben mal Not am Mann ist oder Alarm oder sonst wie. Im ersten Moment als Rekrut denkt man, das sei so völliger Schwachsinn, dass das alles genau so und nicht anders da drin zu sein hat und warum, was soll der Blödsinn? Gerade ich als Mensch, der grundsätzlich wirklich zur Ordnung geprügelt werden muss, wenn er welche halten soll. Das habe ich damals eben getan, weil war ja befohlen und man wäre seines Lebens nicht mehr froh geworden, wenn man es nicht macht. Aber ja, ich hatte meine Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Jedenfalls, wenn dein Spind nicht vernünftig eingeräumt ist, dann gibt es 2 Optionen. Entweder, wenn du in der Luftwaffe bist, dann nehmen sie dir das entsprechende Fach, wo das falsch eingepackt ist, komplett raus und schmeißen es einmal in die Stube und dann kannst du deinen Kram da wieder einsammeln und alles nochmal von vorne entsprechend frisch einrichten. So, wenn du nicht bei der Luftwaffe bist, sondern bei der richtigen Bundeswehr und nicht nur bei der Bundeswehr Light, dann kippen sie dir gerne auch mal den kompletten Spind um und der ist schwer, aber das sind ja meistens durchaus kräftige Kerlchen, die da kommen und den Spind kontrollieren. Und dann kannst du den gesamten Spind wieder von vorne einräumen, wann irgendeine Kleinigkeit nicht gestimmt hat oder dein T-Shirt nicht exakt DIN A4-Format hat, sondern ein Zentimeter darüber oder irgendwie sowas. Ja, T-Shirts müssen auf DIN A4 gefaltet werden, Faltkante nach vorne, damit das alles immer schön ordentlich aussieht. Und wie gesagt, alles hat sein Plätzchen, private Sachen kriegt man eigentlich fast nicht untergebracht. Bei der Lustwaffe hatten wir immerhin die Möglichkeit, dass wir die große Kampftasche auch unterm Bett deponieren dürfen und da durfte man dann auch noch eben ein paar zusätzliche private Gegenstände in der großen Kampftasche entsprechend drin haben. Im Spind nicht, der war bloß für die militärische Ausrüstung, die da unterzubringen war. Und wann immer man irgendwo hin sollte, hat man vorher gesagt bekommen, welche Ausrüstung man jetzt exakt mitzuführen hat. Und dann musste man aber auch wirklich jeden Scheiß, der da reingehört, dann auch entsprechend dabei haben und das wurde kontrolliert. Und wenn man den entsprechenden Krempel nicht dabei hatte, dann wurde man zurückgeschickt zur Kompanie, um den entsprechenden Krempel zu holen, dann ganz schnell sich der Truppe wieder anzuschließen, was peinlich war, weil man dann aus dem 40-Mann-Kontinuum eben raustreten musste, um dann vor aller Augen klarzumachen, dass man gerade wieder der Depp ist, der was vergessen hat. Das war bei mir gar nicht so oft der Fall, weil ich wusste, ich werde das Zeug sonst vergessen und darum hatte ich wirklich das wirklich so ordentlich im Schrank und alles in den Taschen, wo es auch tatsächlich reingehört und habe da auch nie was rausgenommen, weil mir klar war, diesen Fehler, der wird dir ganz oft passieren, wenn du da nicht Maßnahmen ergreifst, um ihn auf ein Minimum zu reduzieren. Und das hat dann halbwegs gut funktioniert. Ja, dann war da die Sache mit dem Bett machen. Dafür habe ich auch 2-mal Anschiss bekommen. Dann habe ich gelernt, wie man das Bett machen muss.
Auch natürlich picobello, und dann ist da dieses Gerücht mit der Münze, die von den gespannten Wettlaken abprallen können muss, wenn jemand da so eine Münze drauf schnipst. Das gibt's wohl auch in diversen Kompanien, wo es das gegeben haben. Aber wir waren ja die Lustwaffe, deswegen wurde da bei uns auch nicht ganz so sehr drauf geguckt. Was mich am meisten an den Stuben genervt hat, waren gar nicht unbedingt die Betten, die waren gar nicht so unbequem. Das war so ein Drahtgerüst und darauf gab es eine halbwegs vernünftige Matratze, eigentlich gar nicht mal übel. Dieses Spannbetttuch da, was heißt spannen, das hätte ja so einen Gummizug drin. Wir haben einfach nur einen Laken bekommen. Einfach, also ein Betttuch, ja, ohne irgendwelche Gummigeschichten und so weiter. Und das musste man dann mit der richtigen Falltechnik da einfach gut dran festmachen. Aber das wurde uns ja auch beigebracht. Also es ist nicht so, dass du das von Anfang an können musst und keiner erklärt es dir, sondern es gab da wirklich Beispielbetten, die sollte man dann nachbauen. Dann hat man auch noch Tipps bekommen, wie gesagt, Luftwaffe. Ja. Tipps bekommen, wenn man es nicht hinbekommen hat. Und erst ab dann, wenn man es jetzt eigentlich können sollte, selbst als dummer Rekrut sollte man es jetzt beherrschen. Erst ab dann hat man angefangen, Ärger zu kriegen. Also das war noch relativ menschlich. Sicher, man hat schon mal Anschiss bekommen und man wurde auch mal ein bisschen angebrüllt. Mir ist zum Beispiel in den ersten Tagen relativ früh passiert, dass ich dann daheim angerufen habe, um zu berichten, wie es denn so ist. Und bin dazu vor unserem Kompaniegebäude auf und ab gelaufen, so mit dem Handy am Ohr. Und dann kam da eben entsprechend der feindliche, also der nebenan zuständige Oberfeldwebel, aber ein extrem unsympathischer Mensch. Also für mich ein sehr, sehr unsympathischer Mensch. Meine Gruppenführer, die haben jeweils auch rumgebrüllt, aber die waren mir immerhin sympathisch. und der Typ, nee, wirklich, das war ein Brechmittel. Also wenn den erwischt hat, oh, Gnade ihm Gott. Ja, deshalb gibt es auch so unterschiedliche Berichte von der Bundeswehr. Es gibt Leute, die hatten wirklich eine coole Zeit, ich. Ja. Es gibt Leute, die hatten da überhaupt keinen Spaß, weil gerade Ausbilder, das ist wie mit Lehrern, ne? Da hängt es doch sehr stark vom Mensch ab, den man da abbekommt. Und wenn das gar nicht zusammenpasst, wenn man da wirklich mit seinem Ausbilder oder seinem Lehrer nicht kompatibel ist, dann kann man da durchaus eine schlechte Zeit durchmachen. Jedenfalls, der hat mich dann zusammengeschissen von wegen, was mir denn einfällt, hier voll businessmäßig rumzulaufen mit dem Telefon und so weiter und so fort. Und dann meinte ich erstmal, jawohl. Und danach habe ich dann gefragt, ja, aber wie soll ich denn dann telefonieren? Ja, mir scheißegal, aber ich will das so nicht sehen. Also habe ich mich dann immer hinterm Haus, in Anführungszeichen, im Garten, der ein Wald ist, das ist Absicht, das ist Tarnung. Also die Kompaniegebäude sollen in einer durchschnittlichen Kaserne, zwar von oben sind die zwar zu erkennen, es geht nicht ganz, dass man da keinerlei Luftaufklärung machen könnte, aber die sollen doch dezent irgendwo zwischen den Bäumen angebracht sein, was mir immer sehr gut gefallen hat. Das hatte mich dazu geführt, dass in so einer Kaserne eben quasi Gebäude mit Wald drumherum rumstanden. Und das, ich wusste damals noch gar nicht, was ich mal werde. Ja? Das mit dem Forst, das hat sich recht spät ergeben. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gedacht, na, vielleicht kannst du ja mal irgendwann Biologie studieren. In jedem Fall fand ich aber Wald schon grundsätzlich gut. Und dementsprechend fand ich das auch mit den Bäumen drumherum ganz cool. Und deshalb sind auch ständig Eichhörnchen in der Kaserne unterwegs gewesen. Die hat man da dauernd getroffen. Die lustigeren Feldwebel waren dann der Meinung, Achtung, Eichhörnchen, haltet eure Nüsse fest. ja, wie gesagt, Männer unter sich. Das ist nichts für Frauen, das sind halt Männer. Ja. Und Problem mit dieser Stube war vor allen Dingen für mich eben die Tatsache, dass man da zu sechst eben drin hockt, drei Doppelstockbetten und jeder halt nur wenig Platz am Tisch in Anführungszeichen hat. Da hocken sowieso selten alle gemeinsam am Tisch. Irgendwer liegt immer auf dem Bett rum, deshalb das ging dann einigermaßen. Man isst da ja auch nicht, man isst da meistens nur nach Dienstschluss, beziehungsweise haut sich noch eine Tüte Chips rein oder sowas. Und das Ding muss halt immer picobello sauber sein. Wer mal Dreck macht, kriegt gleich Ärger von den Kameraden, weil den muss er noch wegmachen, weil damit nicht alle Ärger kriegen, wenn die Stube dreckig ist. Und ja, mir war das Problem, dass ich halt einfach nie Ruhe gefunden habe und nie Privatsphäre hatte. Das war mir ein Thema. Weil es gab nicht wirklich einen Raum, wo man sich hätte zurückziehen können. Bei gutem Wetter hast du halt eben im Wald hinter der Kompanie verschwinden können, aber Privatsphäre, selbst auf dem Klo nicht so wirklich, weil auf der Schüssel, also in diesen kleinen Kabinchen, da hing dann
technische Daten der Ausrüstung. Also beispielsweise Reichweite, Baujahr, technische Daten, Kaliber, Länge, Breite, Höhe, Schussgeschwindigkeit und so weiter vom G36 an der Klotür. Ja, und in der anderen Klokabine hing das gleiche für die P8 oder P9, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, ich glaube P8, die Pistole, die wir halt auch standardmäßig bedienen mussten. Und dann hat man sich halt gegenseitig auf dem Klo standardgemäß, wenn man wusste, nebendran hockt noch irgendein Kamerad, hat man sich dann die technischen Daten der jeweiligen Waffen abgefragt. Und so hast du dann auch im Klo keine Ruhe gehabt. Es gab noch ein drittes Klo, ich weiß nicht mehr, welche technischen Daten da hingen, aber was sich mal zugetragen hat, ich und irgendein anderer Kamerad saßen auf Klo 1 und 2 und haben uns da fröhlich ausgetauscht mit den technischen Daten unserer Waffen. Auf Klo 3 kommt dann irgendwann mal der Hinweis: Männer, ist ja schön und gut, dass Sie das jetzt alles lernen, aber ich will verflucht nochmal jetzt in Ruhe scheißen können. Also Ruhe! Ja, das war dann der Feldwebel Hain. Feldwebel Hain war so der eine, der irgendwie ein bisschen anders drauf war als die anderen Feldwebel, die sich alle so ein bisschen, das ist ja auch richtig und lustig so gewesen und so weiter, die alle so ein bisschen das höhere Wesen waren. Der Hain hatte noch so ein bisschen, oh, darf ich überhaupt sagen, dass der so heißt? Weiß auch gar nicht mehr genau, ob der so heißt. Egal. Jedenfalls, der hatte, ich sage ja keinen Vornamen, kann man ja nicht zuordnen. Ah, nee, kann man nicht zuordnen. Der hatte jedenfalls besondere, ja, der war ein bisschen anders. Und irgendwann mal am Freitag, kurz bevor wir abgehauen sind ins Wochenende, kam man auch schnell auf sämtlichen Stuben vorbei und wollte wissen, ob wir denn was zu lesen für ihn noch hätten. Er muss das ganze Wochenende hier bleiben, weil er Wache hat. Und dann ging's los, ja, ich hätte ja Auto, Motor, Sport und wieder wer anders hatte irgendein sonstiges Fußballmagazin oder sonst wie. Nee, ich meine was Richtiges zu lesen. Das hat eine Weile gedauert, bis wir kapiert hatten, dass er das gemeint hat, was wir dann später in den Stammeinheiten eben auf die Innenseite unserer Spindtür geklebt hätten. Das hätte er gerne zu lesen gehabt. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihm dann am Ende irgendjemand weiterhelfen konnte. In meiner Stube 120, gab es das jedenfalls nicht. Ja. Und abends um 11, glaube ich. Ja, doch um 11. Spätestens um 11 war, nee, nicht nur spätestens, sondern um 11 war, oder war es um 21 Uhr? Könnte auch 21 Uhr gewesen sein. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Jedenfalls war dann Zapfenstreich. Zapfenstreich heißt, alle müssen im Bett liegen und schlafen müssen sie nicht. Das kann man nicht befehlen. Aber sie müssen zumindest mal im Bett liegen und im Idealfall versuchen zu schlafen, was man dann nach dem Zapfenstreich auch wirklich getan hat. Es war ein ereignisreicher Tag. Am nächsten Tag musste man im Regelfall ziemlich früh bis sehr früh aufstehen. Und dementsprechend ist man dann auch freiwillig schreifen gegangen. Einige wollten auch schon vorm Zapfenstreich schlafen. Das ging nur so begrenzt, weil dann halt noch irgendwelche Idioten irgendwelchen Quatsch auf Gang getrieben haben und Türen kann man, wie gesagt, nicht abschließen. Selbst wenn man sich als eine Stube einig gewesen ist, dass man es jetzt lieber ruhig angehen lässt, hätte man nicht die Möglichkeit gehabt, sich von den anderen Deppen, die einem dann in die Stube reinrennen und irgendwas Lustiges in den Raum werfen zum Beispiel oder irgendwelchen Lärm machen oder irgendeinen blödsinnigen Firlefanz abziehen. Davon hin hätte man sich gar nicht separieren können, selbst wenn man gewollt hätte. Und ich habe gewollt, aber es hat nicht funktioniert. Drum habe ich immer freiwillig, weil ich eh nicht vorher hätte schlafen können, die Stube abgemeldet. Ich musste dann weniger putzen. Das war so der Deal mit den Kameraden in meiner Stube. Sie machen sauber, ich mache jeden Abend den Zapfenstreich. Das heißt, man musste dann draußen vor der Tür stehen, stramm. Wenn dann kurz vor, ich sage mal einfach mal seit 23 Uhr, derjenige, der für die Abnahme der Stuben am Abend zuständig ist, da vorbeikommt, und dann hat man eben salutieren müssen und sich hinstellen, Flieger Tüxen, Herr Feldwebel oder was der halt jeweils gewesen ist, inklusive Name, melde Stube 120 mit 6 Mann belegt, 6 Mann anwesend und bereit zum Zapfenstreich. Vielleicht noch einen Satz mehr, aber ungefähr das muss mein Sprüchlein gewesen sein. Dadurch, dass ich das jedes Mal gemacht habe, weiß ich das auch noch relativ gut. Und dann meint er, ja, okay, alles gut. Also okay sagt er bestimmt nicht, okay darf man ja nicht sagen. Jawohl. Aber nein, jawohl sagt er auch nicht, das sagen die Untergebenen. Und dann schaut er da einmal rein, guckt, ob überall irgendeine halbwegs menschförmliche Gestalt in 5 der 6 Betten liegt, weil ich kann ja noch nicht, ich stehe ja draußen. Und dann meldet er, dass alles in Ordnung ist und wünscht gute Nacht.
Dann wünsche ich ebenfalls gute Nacht und darf dann auch entsprechend schlafen gehen. Man hängt dann seine Klamotten meistens über seinen einen Stuhl, damit man sie am nächsten Morgen in Griff bereit hat und mehr oder weniger im Dunkeln anziehen kann. Ja, und das war dann der Zapfenstreich. Wer tatsächlich um 23 Uhr noch nicht im Bett liegt, der hat dann das Problem, dass sein Kamerad, der draußen steht, das ja melden muss. Der muss dann also auch wirklich überprüft haben, ob alle fünf anderen, er selber ist ja da logisch, anwesend sind. Und das führt dann schon dazu, dass da mitunter sehr drakonische Strafen, also du darfst auf keinen Fall bei Zapfenstreich noch unterwegs sein. Also nicht im Mannschaftsheim, das ist die Kneipe in der Kaserne, und im Offsheim sowieso nicht, also die Offizierskneipe sozusagen. Da hast du eh nichts zu suchen, wenn du nicht Koch bist. Oder Bedienung, das geht auch, dass man tatsächlich dann als Stammeinheit einfach Bedienung im Offiziersheim ist. Das ist einer der bescheuertsten Jobs, die man so kriegen kann, finde ich. Also nichts gegen Leute, die irgendwie Bedienung sind, überhaupt nicht. Ne? Braucht man, finde ich gut, nehme ich gerne in Anspruch, wenn ich irgendwo essen gehe. Aber als Soldat, weiß nicht, ich glaube, das war recht unbeliebt. Meistens. Naja, jedenfalls am nächsten Morgen hatten wir dann stubenintern ganz lustige Ideen, wie wir uns denn dazu motivieren können, zu den ziemlich beschissenen Uhrzeiten mitunter aufzustehen, die es da so gibt. Wenn es normal aufstehen war, ich glaube, da musste man sowas circa um 6, kurz nach 6, 6.10 Uhr irgend sowas raus, das ging ja noch. Ne? Da gibt es auch Leute, die das im Zivilen durchaus ähnlich praktizieren. In Zivilen gibt es natürlich auch Leute, die noch früher aufstehen, ist mir alles klar, aber das ging ja noch einigermaßen. Und da hatten wir also die Standard-Weckfunktion und das war, damals gab es noch diese lustigen Handytöne, die man auch als Wecker einstellen konnte, die man dann noch per SMS kaufen konnte. Schicken Sie eine SMS an, mit dem Codewort so und so und dann kriegen Sie den Klingelton, schieß mich tot. Ja, und schieß mich tot, wäre bei der Bundeswehr sogar passend gewesen. Nee, wir hatten das Erdinger Weißbier. Das Erdinger Weißbier. Und das war dann immer schon relativ lustig, weshalb man morgens ganz gerne aufgestanden ist. Aber, wenn wir mal früher aufstehen mussten, also so um 5, dann hatten wir, falls kennt ihn jemand, Alfred Jodokus Quack, den Titelsong. Der geht, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. Alternativ hatten wir auch die Biene Maya in einem Unbekannten. Ich lasse das nicht singen, ich weiß. Aber das war dann doch hilfreich, um morgens aus den Federn zu kommen. Und im Idealfall ist man schon aufgestanden. Wir waren so eine mittlere Stube, also im langen Gang. Wenn man bei der ersten Stube schon die Tür gehört hat und den Feldwebel, wusch, guten Morgen, aufgestanden, sind denn schon alle wach? Und da war natürlich schon der ganze Gang wach in diesem Moment. Und wer die erste Stube hatte, in dieser Hinsicht einfach die Arschkarte, weil du halt wirklich von dem geweckt worden bist. Und alle anderen hatten dann meistens schon Zeit, zumindest halb angezogen, bereits in der Stube zu stehen. Und jawohl, guten Morgen, Herr, wer auch immer da gerade gekommen ist. Entsprechend zu routinieren. Habe ich auch meistens versucht, dann auch schon gleich aus dem Bett zu sein. Ich habe mich nicht hervorgetan als besonders guter Soldat, wirklich nicht. Ich war so Durchschnitt. Nicht besonders fit. Die soldatischen Pflichten habe ich einigermaßen ausgeführt. Aber ich wollte einfach vermeiden, Anschiss zu bekommen. Ich habe also, glaube ich, relativ wenig Anschiss gekriegt. Wenn doch, dann meistens wegen Kopfbedeckung. Kommen wir gleich zu. Jedenfalls, da war ich dann meistens schon wach. Aber wenn es dann wirklich mal ganz, ganz früh aufgestanden werden musste, dann hatten wir das Lied vom Tod als entsprechenden Klingelton. Das war lustig auf Stube 120. Doch. Witzigerweise hat dann übrigens ein anderer Insasse von Stube 120 dann später auch an der Technischen Universität München studiert. Allerdings das ganz falsche Fach, ne? Weil Forstwissenschaft, das ist ja das richtige Fach. Agrarwissenschaft, das ist quasi dann der Erbfeind sozusagen. Weil du kannst nur Acker oder Forst auf eine Landfläche stellen und damit gibt es da unlösbare Konflikte. Aber das war dann trotzdem ganz in Ordnung. Herzliche Grüße, falls du dich angesprochen fühlst. Das wirst du nicht sehen.
mit Sicherheit nicht, egal. Jedenfalls, das war dann Stube 120 und da ging es eigentlich immer ganz gut her. Übrigens, wenn jemand in Stube 120 und auch in sonstigen Stuben dann mal gewisse Gase mit der Umgebung ausgetauscht hat, was dann auch hin und wieder durchaus vorkommt, je nachdem, was es zum Abendessen gab. Abendessen gibt es übrigens immer 16.30 Uhr, ab 16 Uhr bis 16.30 Uhr, weil das Kantinenpersonal will ja auch, Truppenküchenpersonal will ja auch Feierabend haben. Drum sehr frühes Abendessen, was dazu führt, dass die meisten dann irgendwann ihren Sold nochmal in der im Mannschaftsheim ausgeben oder dann nochmal eine Currywurst mit Pommes reinziehst, weil wenn du um 16 Uhr Abend gegessen hast und den ganzen Tag rumgerannt bist, wie blöde. Die Mengen sind schon in Ordnung, man kommt da schon auf seine Kalorien. Eigentlich sollte das auch für einen jungen Mensch reichen, aber man hat dann halt vielleicht doch noch Hunger und dann so eine Currywurst mit Pommes schon verlockend. Zumal sie gar nicht so viel kostet und man kriegt ja einen gewissen Sold. Ne? Viele sind ja auch direkt nach der Schule zur Bundeswehr und hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel Geld verdient. Und dann ist die Tatsache, dass man mal ein wenig Einkommen hat und gar keine Möglichkeit, irgendwo Geld auszugeben unter der Woche, weil man ja die ganze Zeit in der Kaserne hockt, außer in der im Mannschaftsheim. Ist so eine Currywurst schon verlockend. Hin und wieder in Kombination mit nicht ganz alkoholfreien Getränken. Ja, und genau, das war dann jedenfalls der Morgen mit der Weckerei und unserem Special-Wecker. Und ja, mein Problem mit der Kopfbedeckung. Grundsätzlich bei sämtlichen Aktivitäten in der Grundausbildung ist es wichtig, dass einem klar ist, wann immer man sich unter einem Dach befindet, dann ist es überdacht und man sollte seine Kopfbedeckung nicht aufhaben. Die packt man dann in die linke Beintasche. Wenn man sich allerdings nicht unter einem Dach befindet, dann hat man gefälligst seine Kopfbedeckung zu tragen. Das war mir damals noch nicht so ganz notwendig, weil ich noch natürliche Kopfbedeckung auf dem Kopf hatte. Heutzutage ist mir das Tragen einer Kopfbedeckung durchaus ziemlich sympathisch geworden. Aber damals noch nicht und das ist so mit, ich glaube 4 oder 5 Mal wurde ich dann entsprechend angeschnauzt. Tüxen, jawohl, Sie haben keine Kopfbedeckung auf. Oder Tüxen, jawohl, Deutschland ist nicht überdacht. Ja, das sind so klassische Sätze, die ich dann recht häufig zu hören bekommen habe, weil ich einfach verpennt habe, dass ich jetzt schon wieder da draußen bin gerade, insbesondere kurz nachdem ich rausgegangen bin. Oder wenn man am Rand eines Gebäudes entlangläuft und der halbe Kopf sich tatsächlich noch unter einem Dach befindet, dann ist man im Zweifel trotzdem draußen und sollte die Kopfbedeckung aussetzen. Das war übrigens auch wichtig, wenn man in Uniform nach Hause gefahren ist. Ich bin meistens in Uniform nach Hause gefahren, durfte man auch erst nach der Grundausbildung. Bis dahin musste man zivil nach Hause fahren, weil man einem noch nicht zugetraut hat, dass man in der Lage ist, die Uniform, die man trägt, würdig zu repräsentieren. Nicht ganz zu Unrecht. aber wenn du dann in Uniform nach Hause gefahren bist, also in Grün, oder ich glaube, ab so und so vielen Wochen durften wir das, also schon auch noch während der Grundausbildung, aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls in Grün, hieß dann in Grün nach Hause fahren. HZM, Heim zu Mutti, war immer freitags, HZM-Tag. Da musste man dann halt eben auch gucken, dass während man in Uniform unterwegs ist, diese dann auch entsprechend der Dienstvorgaben trägt. Auch wenn man gerade nicht im Dienst ist, also nach Dienstschluss, nach 16:30 oder sowas, muss man trotzdem seine Uniform ordnungsgemäß dann tragen. Dafür ist ja auch eine Uniform. Und das bedeutet eben auch, wann immer man draußen ist, Kopfbedeckung. Wann immer man drin ist, keine Kopfbedeckung. Hab neulich mal wieder an der Autobahnraststätte ein paar Soldaten getroffen. Der eine hatte seine Kopfbedeckung nicht auf. Unter freiem Himmel. Ich war kurz davor, das Maul aufzumachen. Ist völlig egal, was für ein Dienstgrad. Ja, jeder Soldat in Uniform hat unter freiem Himmel Kopfbedeckung zu tragen. Selbst der General, auch wenn den keiner anscheißt, natürlich. Denn es gilt der Grundsatz, in der Bundeswehr fällt Scheiße immer von oben nach unten. Ihr seid Rekruten, ratet mal, wo ihr seid. Und da sammelt sie sich dann, die Scheiße. Ach ja, das war schön. Truppenküche. Truppenküche ist witzig, weil Truppenküche wird viele, je nachdem wo man ist, das Heer wird quasi regelmäßig zum Essen im Gleichschritt geleitet. Das heißt, die müssen als, die Heeresflieger waren nämlich auch bei uns in der Luftwaffenkaserne, ja, also wir hatten Lustwaffe, sie hatten echtes Heer und dementsprechend auch wirklich mehr Disziplin und mehr, nennt man schön dumpfig, also wenn wirklich den Leuten auf dämlichste Art und Weise das richtige Verhalten eingebläut wird. Das gibt es bei der Luftwaffe relativ wenig.
bei der Marine hin und wieder, beim Heer relativ regelmäßig. Und so habe ich mir es zumindest sagen lassen. Ja. Und die mussten tatsächlich, erstens mussten sie viel früher aufstehen als wir, die sind dann also schon zur Truppenküche marschiert, als wir noch geschlafen haben, hat man dann immer draußen gehört, links, rechts, links, rechts, links, 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 hinterm Leutnant stinkt's. Darf man natürlich nicht singen, aber hätte ja sein können und das waren arme Würste. Wir schlafen, die laufen schon zum Essen und sie wurden zum Essen eben geführt als gesamte Kompanie im Gleichschritt bis zur Truppenküche auf der Straße marschieren und dann durfte man wegtreten und sich sein Essen holen. Danach musste man sich da wieder versammeln und im Gleichschritt zurück zur Unterkunft oder wo man halt hin musste, je nachdem was gerade der Plan war, zurück zu marschieren. Scheiße umständlich. Wir wurden 2-3 Mal hingeführt im Gleichschritt, damit wir das halt mal gemacht haben, damit wir so tun, als wären wir eine richtige Armee, also wie die Luftwaffe. Ein richtiger Truppenteil. Einer richtigen Armee. Egal, jedenfalls. Danach durften wir dann auch separat und in kleinen Gruppen, also stubenweise, zur Truppenküche wegtreten und mussten dann nicht mehr im Gleichschritt hinlaufen. Aber eine Geschichte, die sicherlich viele ehemalige Soldaten erzählen können, das erste Mal, wenn man da reinkommt, in die Truppenküche gibt es natürlich eine lange Schlange, wo man ansteht und dann gibt es da so einen langen Tresen, wo es dann diverses Essen gibt, kein Thema. Aber das ging damit los, dass uns dann eben der böse Feldwebel, das macht glaube ich immer gerne der böse Feldwebel, hat uns da hingebracht und hat gemeint, so, Sie haben jetzt so viel Zeit, Ihr Essen aufzuessen, bis ich gegessen habe. Ich stelle mich hinten an und wer von Ihnen jetzt weiter vorne ist, hat entsprechend mehr Zeit. Wer hinten ist, muss sich dann halt gegebenenfalls beeilen. So, los geht's. Und dann stehen sich also alle an, es geht vorwärts. Jeder holt sich da ein durchaus schmackhaftes Gericht. Es gab Käsespätzle, es gab Gulasch, oft auch was mit Fleisch, mal auch gerne Burger zum selber bauen. Also 2 Burger-Patties, 2 Burgerhälften. Dann gab es ein Salatbuffet. Ohnehin, Salat konnte man sich quasi so viel nehmen, wie man wollte. Wenn man nach dem eigentlichen Hauptgericht, da gab es nur 1 pro Nase, noch Hunger hatte, gab es auch immer noch Brot, Wurst, Käse und wie gesagt Salat, so viel man wollte. Also man konnte wirklich, egal wie viel Hunger man hatte, man ist eigentlich immer satt geworden in der Truppenküche. Dann noch ein Nachtisch. Der Nachtisch war immer ein bisschen knapp. Nachtisch wurde dann auch gerne mal gehandelt. Ey, ich gebe dir mal einen Nachtisch, wenn du und so weiter. Ja, aber das Problem war jetzt mit dem Typ, der da hinten dran stand. Beim ersten Tag ist es nämlich, ich glaube, das ist wirklich so üblich, das habe ich schon so oft gehört, auch von ganz anderen Leuten, der holt sich dann ein Brötchen oder ein Semmel, im Fall von Bayern, und mampft das Ding so, hum, 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 hum. Ich bin fertig, draußen antreten sofort. Und dann ist halt derjenige, der vor ihm stand, die Arschkarte, der hat sich gerade hingehockt, will jetzt in Ruhe sein Essen, wie gesagt, gar nicht bei der Luftwaffe zumindest, nicht schlechtes Essen genießen. Es ist jetzt auch kein kulinarisches Meisterwerk, ne? Nichts, was meine Frau gekocht hätte. Aber trotzdem war in Ordnung. Verpflegung kann man jetzt nichts dran aussetzen. Na Schatz, hast du das mitbekommen? Hast ein Lob gekriegt. Ja. Und das war schon... Der Truppenküche, so eine Sache. Wir hatten übrigens einen ganz witzigen Dienstausweis bekommen. Also man kriegt am Anfang von seiner Militärkarriere immer einen Dienstausweis, wo der aktuelle Rang natürlich auch drin steht, also Dienstgrad genau genommen. Und als Rekrut ist man, je nachdem wo man landet, bei der Marine, bei der Luftwaffe oder beim Heer, ist man Schütze beim Heer, Matrose bei der Marine, das ist sicherlich nichts, worauf jemand besonders stolz ist. Und bei der Luftwaffe, was ist man da? Flieger! Was dazu führt, dass man damit natürlich viele Witze machen kann. Uns wurde nämlich empfohlen von dem lustigen Feldwebel, Oberfeldwebel, der gleichzeitig auf der Spieß war. Der Spieß ist die Mutter der Kompanie. Meistens irgend so ein etwas nicht mehr ganz junger, meistens nicht mehr ganz schlanker, meistens etwas mürrischer Herr, der eben auch nicht mag, wenn man ihn mit Mama anspricht.
Aber nichtsdestotrotz ist der Spieß immer die Mutter und dient dazu, im Prinzip zu vermitteln, wenn irgendein niederer Dienstgrad ein Problem mit einem höheren Dienstgrad hat, dann geht man erstmal zum Spieß. Wenn man irgendwie mal wirklich auf eine Beerdigung muss und mal dienstfrei braucht, dann geht man zum Spieß. Wenn man sonstiges Wehwehchen oder wirklich Knatsch mit irgendeinem Kameraden hat, dann geht man zum Spieß. Deswegen ist der Spieß ja auch die Mutter der Kompanie. So, und der Spieß war halt eben derjenige, der zu dem Zeitpunkt eigentlich unser Truppenleiter, für unsere Gruppenleiter, so heißt das. Also zwei Stuben zusammen haben eine Gruppe gebildet. Und der uns da geleitet hat, war derjenige, der gerade den Ersatzspieß machen musste, weil der Originalspieß nicht da war. Der hat dann so eine gelbe Schnur am Arm, der Spieß. Ist also immer schön zu erkennen daran, dass er eben der Spieß ist. Und was wollte ich denn eigentlich jetzt erzählen? Genau das mit dem Fliegerausweis, mit dem Truppenausweis. Und der hat uns dann mal einen Vortrag gehalten. So, jetzt ist Wochenende. Sie dürfen nach Hause oder wo immer Sie hinwollen, solange Sie pünktlich Sonntagabend zum Zapfenstreich, also dann wieder dieses reguläre, routinierte, ritualisierte ins Bett gehen, ins Bett gebracht werden, zudecken und so weiter, nicht ganz, solange man bis dahin wieder da ist. Wenn Sie in die Disco gehen, bitte beachten Sie Folgendes. Wollen Sie Frauen beeindrucken? Zeigen Sie Ihren Truppenausweis vor und sagen Sie, guck mal, ich bin Flieger. So nach dem Motto, ich fliege durch die Gegend und so weiter. So, und das üben wir jetzt schon mal, und zwar, indem Sie davon fliegen. Also los, fliegen Sie. Ach, das war lustig. Der hat auch noch immer, nachdem er uns Anweisungen gegeben hat, morgens musste man dann immer antreten, gruppenweise. Also sprich, Stube 120 und Stube 121 wurden zusammen antreten, zum unten im Gang geschickt, zum Hörsaal, zum Vortragssaal, wo man dann eben so ein bisschen Theorie, Waffenkunde, Theorie, ABC-Schutz, Theorie, politische Bildung, das war gar nicht mal schlecht, das war wirklich gar nicht mal übel, bekommen hat. Jedenfalls mussten wir da in diesem Gang antreten, und wenn wir dann fertig waren, nachdem wir unsere Befehle für den Tag, was heute ansteht, empfangen haben, dann hatte er gemeint, bzzz, alle stehen da und gucken ihn komisch an, bzzz, alle gucken ihn immer noch komisch an. Machen Sie die Fliege! Wegtreten! Und dann waren wir wirklich dann irgendwann weg. Also sowas kann einem, glaube ich, auch nur bei der Luftwaffe passieren, dass die Ausbilder dann tatsächlich Humor haben. Oder nachdem wir immer noch dumm dastanden, dann kam auch hin und wieder gerne der Kommentar, nehmen Sie Ihren Körper und bewegen Sie ihn da und da, wo man halt gerade hin musste, hin. Ihr Geist kann später nachkommen. Ja, kommt mir sehr entgegen, sowas. Ja, das waren also so die lustigeren Momente. Was ich übrigens nicht konnte, ich habe bis heute kein besonderes Taktgefühl, marschieren. Ja, also im Gleichschritt, da hatte ich echt Schwierigkeiten. Da habe ich oft, das war nicht böse gemeint, ich konnte es einfach nicht. So, und das haben wir dann mal exerziert auf dem Exerzierplatz, deswegen heißt er so, und sind da fröhlich rummarschiert und alle super im Gleichschritt, und der Tüxen kriegt es irgendwie nicht hin. Dann taucht auch wieder der besagte Spieß, der mit dem Bzzz neben mir auf und meint, Fliegertüxen, jawohl! Waren Sie schon mal in der Disco? Jawohl! Was haben Sie da gemacht? Ich hätte jetzt wahrheitsgemäß darauf hinweisen sollen, dass ich meistens irgendwo an irgendeinem Tisch gepennt habe und darauf gewartet, dass die Leute, mit denen ich da war, endlich fertig sind mit dem Scheiß und wir die freudvolle Rückfahrt ohne Lärm antreten können und dann der Abend überstanden ist. Ja? Aber was ich gesagt habe, war, nachdem ich dazu auch hin und wieder von der einen oder anderen Frau mit guten Argumenten dazu genötigt wurde, getanzt! Und dann meint der Oberfeldwebel, das glaube ich nicht. Wieso? Herr Oberfeldwebel. Jawohl, nein, nicht ganz. Naja, Sie haben überhaupt kein Taktgefühl. Tatsache, ja. Hat er recht gehabt. Was nichts daran ändert, dass er trotzdem irgendwie, ich da halt mitmarschieren musste. Und irgendwann hat es dann auch halbwegs funktioniert. Und ja,
Und dann kam der witzige Teil mit der Geländeübung. Das war richtig lustig, da konnte man mal 3 Tage im Wald hocken. Für mich Hobby, für andere Leute tatsächlich vielleicht das eine Mal in ihrem Leben, wo sie mal 3 Tage im Wald gehockt sind. Leider, da muss ich sagen, an diesem Punkt, diesem einen Punkt, leider waren wir die Lustwaffe. Und dementsprechend sind wir nicht in irgendeinem Erdloch gehockt und auch nicht in der Dackelgarage übernachtet. Dieses Bundeswehrzelt, das haben wir nur mal aufgebaut, um zu lernen, wie man es aufbaut. Und wir haben es dauernd durch die Landschaft geschleppt. Aber wir mussten nicht ein einziges Mal drin schlafen, weil Lustwaffe. Ne? So, aber dazu dann nächstes Mal noch mehr. An dieser Stelle habe ich es genug gelabert. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.